Yo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ich habe letztes Mal bei Neue Weltordnung, dem 15. Level, mittendrin aufgehört, weil ich zu müde war. Dann habe ich 4 Stunden geschlafen und habe am nächsten Tag nicht mehr aufgenommen. Ja, Leute, so bin ich. Aber, jetzt nehme ich auf. Jetzt bin ich nicht müde. Ich war vor einer Stunde noch draußen, so eine Runde spazieren und so. Heute war wohl der schöne Tag. Aber ich war natürlich drin und habe Musik gehört. Denn wer hört an schönen Tagen nicht ein wenig Musik? Und vor allem ein wenig, und vor allem darunter noch ein wenig Rammstein. Zu Diensten. Moment mal, ihr Bimbos. Bimbos, Wimbos. Swambu, Swambu. Genau. Ihr geht jetzt dahin. Da habe ich mein Warenhaus hingebaut. Und ich wollte, genau, ich gehe jetzt mit Tazlov. Kluge Entscheidung. Gehe ich mir jetzt nach da unten. Und da unten bauen wir dann einen Hafen. Und ja, ich rede so komisch, weil ich meine Nase zuhalte. Damit ich extra so komisch rede. Das ist, Absicht, genau. Stehe bereit. Ich will kämpfen. Und ich weiß, dass ich ab und zu behindert bin. Ich meine sie immer. Und so. Platz da. Was gibt's zu tun? Hört nicht auf ihn. Er weiß nichts. Ja, okay. Okay. Wissen ist Macht. In der Reichschaft! Vorrücken! Bereit! Hätte die Wüstenreiter auch nehmen können, aber die haben einfach. Das Nachteil irgendwo an denen ist. Die haben so keine guten Einheiten. Bloß gute Kavallerie. Richtig gute Kavallerie. In diesem Punkt. Aber mehr auch nicht. Moment mal, warum brauche ich Nahrung für einen Panzer? Oder muss es ein Nahrungspanzer sein? Was ist zu tun? So. Oh, ich kann ein Raketenboot bauen. Transportschiff. Transportschiff einsatzbereit. Und ja, ich mache das alles mit Absicht. Purer Absicht. Oh yeah. Und das hört sich gerade an wie so eine komischen Erotikfilmwerbung. Ich weiß auch nicht, warum ich das tue. Was für ein Spaß! Was ist zu tun? Tratschloff, du bist am Bauen. Das ist gut. Weil Tratschloff gut bauen kann. Steig ein! Regelgesetz! Wo würde das Schiff versenkt werden? Das wäre schlimm, vor allem auf offener See. Dann wären meine ganzen Helden tot. Kompass. Ich will kämpfen. Kommt! Ich will kämpfen. Und es zeigt mir, dass dort ein paar Siegsgebäude stehen. Ich muss da, müsste wenn dann steigt ein. Da hinten los. Hin. Da zum hinteren hin. Hinteren, hinteren. Zum internen hinterher. Der ist in und tern. Darum ist er intern. Aha. Oh, das ist schlecht. Das ist so schlecht. Nein, 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 ich will kein. Mach das so.
Ein Glück. Denn wir sind Moreno-U-Boot und so ein Feuerschiff haben. Steigt ein, wir fahren los. Gegen die Welt. Oh. Und Tarsov muss natürlich auch noch mit. Segel gehisst. Die Eisspeerwerferin dient euch. Es ist mir eine Ehre. Mach 5 Nahkampf und 5 Kernkampfschaden. Was kann die denn überhaupt? Getroffene Gegner sind für kurze Zeit bewegungsunfähig. Cool. Es ist mir eine Ehre. Ja. Bereit zum Abtauchen. And now freeze. Ice, baby. Weiß, das ist so schlecht. Auf Periskoptiefe. Wir sind wachsam. Wir sind wachsam. Eins frage ich mich. Wohnen die in diesem Dinosaurier hinten drin oder innen drin, eher gesagt? Periskop ausgefahren. Schotten sind dicht. Sag mal, hast du eigentlich Haare in der Nase? Der 1WO hat Sackratten. Jawohl, Herr Kaloin. 1, 2, 3, Techno. Noch nicht, Kameraden, noch nicht. 1, Kameraden. Wir segeln die Geschichte ein. Was hast du eigentlich an der Nase? Und schießen. Periskop ausgefahren. Okay. 2 davon. Torpedos bereit. Luken schließen. Könnten die Sisu-Boote ganz einfach vernichten. Wobei, die 2 Sisu-Boote gegen ein Moreno-U-Boot würde nicht gut ausgehen. Torpedos bereit. Aber ich würde es trotzdem. Torpedos bereit machen. Verbrennt sie! Schotten sind dicht. Schotten sind dicht. Schotten sind dicht. Leicht entzündlich. Schotten sind dicht. Schotten sind dicht. Wir sind vollgetankt. Zündung einleiten. Verbrennt sie. Diese verbrennt sie ist cool. Alle Mann an Bord. Wir fahren los. Was, alle Mann an Bord? Ich dachte, alle Mann von Bord. Gegen die Wellen. Gegen die Wellen. Torpedos bereit. Wir sind wachsam. Torpedorohr geladen. Okay. Alles fließt. Hoffe mal, dass die... Ihr habt meine Zustimmung. ...es auch schafft. Ach. Die haben mal keine Dinger hergeschickt. Okay. Keine Dinger, ein paar Dinger. Oh mein Gott! Uns beeilen. Die Seas dürfen die Düse nicht zünden. Ich glaube, diese Gebäude haben etwas damit zu tun. Wir müssen schnell dorthin. Es wird bestimmt nicht leicht, all diese Pumpen abzuschalten. Ja, das wird es. Geht's los? Die Vulkandüse wird von 5 Pumpstationen mit Energie versorgt. Um die Zündung zu verhindern, müssen alle 5 Stationen abgeschaltet werden. Ich habe eine Stunde, um die Mission zu abzuschließen. Hierzu müssen Sie okay. zuerst alle feindlichen Einheiten in der Nähe der Station vernichten und anschließend die Position mit Ihren Einheiten besetzen. Die Pumpen können allerdings von den Seas auch zurückerobert werden. Also muss ich aufpassen. Meine Geister stehen uns bei. Ich will kämpfen. Was ich jetzt sagen, hier einmal da. Allzeit bereit. Und einmal hier Alzheimer und so.
Warum Alzheimer? Nächste Aufgabe. Nehme ich jetzt auf Alzheimer. Sicher. Was für ein Spaß. Aber natürlich, erstens mal leckt das jetzt wie Hechtsuppe und zweitens, warum habe ich in meinem Angriffstrupp ein... Ihr bestimmt den Weg. Die beiden Beine laufen. Ich will kämpfen. Ein paar Arbeiter mit dabei. Ein Kampftrupp. Trupp meine ich. Trupp. Kampftupp. Tupperdose und so. Wir gehorchen. Sofort. Zu Diensten. Ich schweige und gehorche. Euer Befehl zu Befehl. Na, alles klar? Was gibt's? Das Wasserloch wäre sehr praktisch, wenn wir hier irgendwo einen Tempel bauen. Was dann könnte ich mich da heilen. Das bedeutet Stillstand. Nächste Aufgabe. Yippie! Yes! Wow, dein Schaden wird verringert. Oh, ein CBT. 500. Sehr starke Einheit. Ich will euch helfen. Hey, worauf wartet ihr? Man muss natürlich Ela angreifen. Das war klar. Endlich Action. Ich gehe davon aus, dass ich immer von diesem Lager da unten gegriffen werde. Mache ich sonst einmal rein und dann geht. Ich habe gerade wieder Einbrüche, also werde ich die Kamera jetzt nicht bewegen. Denn sonst könnte es stocken. Oder es würde an sich einfach stocken. Rock'n'Roll. Ich würde mal sagen, ich zerstöre jetzt erstmal die Kaserne da. Endlich Action. Und dann können wir weiter gucken. Ruhig. Dann gucken wir weiter meine Videos. Weiß der Eigenwerbung. Bereit zum Abtauchen. Einen alter Falter und Transporter. Na, alles klar? Geht's los? Na, alles klar? Endlich Action! Bereit zum Abtauchen! Rock'n'Roll! Torpedos bereit! Ich hoffe mal, dass es... Das Schiff eventuell schon down ist. Oder? Luken schließen. Wir sind wachsam. Ich werde Luken einfach schließen. Mal dahin angreifen. Was für ein Spaß! Er wirkt in diese Richtung da. So, da gibt es eine Landverbindung nach drüben. Endlich Action! Na, alles klar? Hey, worauf wartet ihr? Und mein Handy vibriert. Wow.
dürfen nicht entkommen. Und los! Endlich Action! Ich will kämpfen. Auf dem Weg. Da lang. Alle Mann an Bord. Alle Mann an oder was von für ein Bord. Spaß. Da lang. Kommt. Platz da. Oha, ich habe noch 53 Minuten. Sonst war ich halt die Mission gescheitert. Ich weiß, dass ich eine Bambusfarm baue, spielt. Zu Diensten. Und das ist auch sehr gut für mich, dass ich jetzt eine Bambusfarm bauen kann. Ich schweige und gehorche. Euer Befehl? Ich schweige und gehorche. Ich schweige und gehorche. Euer Befehl? Zu Diensten. Was mir auch heute passiert ist, und zwar, heute ist den aus meiner Klasse schon... Heute ist denen aus meiner Klasse mal wieder eingefallen, dass ich mal einen YouTube-Kanal besitze. Und die haben natürlich mich gleich erstmal gefragt, wie ich da heiße. Obwohl die mich das schon, glaube ich, mal so mittlerweile 10. Mal irgendwie damit belästigen, fragen oder sonst irgendwie sowas in der Art tun. Wollen, sonstiges Zeugs oder so. Keine Ahnung. Nee, mein Handy vibriert. Oh. Los Leute, bewegt euch! Wir müssen zur nächsten Pumpstation. Die Pumpstation zu erobern ist eine Sache. Sie auch zu halten ist eine andere. Ja, was? Baue ich ein paar Türme hin und dann geht das schon. Hey, worauf wartet ihr? Geht's los? Oh. Da lang. Ich dachte, es würde das rauszögern, aber nein. Okay. Gucken, was die so schreiben. Wie es so geschrieben wird. Okay. Und ein Audio wurde gesendet, was ich mir später anhören werde. Nächste Aufgabe. Sie dürfen nicht entkommen. Auf dem Weg. Ich gehe vor. Auf dem Weg. Platz da! Ah ja, hier ist auch noch eine Pumpstadt. Ja, Frame-Einbrüche. Ich finde es schade, dass es schlecht, dass das Spiel auf nur 25 FPS läuft. Sie dürfen nicht entkommen. Ich mag das. Boah Mann, gibt's denn irgendwo noch irgendwelche Schiffe? Auf Periskoptiefe. Nächste Aufgabe. Ah, alles klar. Macht euch bereit. Eindringlinge in Vektor 0 irgendwas. 0 Baum.